Hallöchen und willkommen zurück zu The Evil Within in Kapitel 4. Ja, beim letzten Mal sind wir ja schön verreckt hier an der ganzen Horde Gegner. Keine Ahnung, so 8-9 Stück oder irgendwas in der Richtung. Die haben uns ganz schön zerlegt und ja, deswegen dürfen wir den kleinen Part hier nochmal machen. Aber es macht ja nichts. Übung macht den Meister. So, erstmal den Schalter hier drücken. Haben wir ja gelernt. Der lässt hier diese Suppe ablaufen. So, dann die Granate mitnehmen. Also gleich wieder die Statue. Nicht. Nein, 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 Mann, Alter. Ja, ist doch jetzt gut. Ich wundere, dass ich keinen Dings bekommen habe, keinen Loot von diesem komischen Teil da. Munition brauche ich nicht, habe ich noch genug. Kennen wir auch schon. So, dann... Oh, das Ding habe ich fast vergessen. So, dann... Schieß mal wieder da hoch. Ja, ich bin ehrlich gesagt am überlegen, ob ich das Ding dann nicht gleich zerstöre, denn das war vorhin schon echt arschknapp. Also, das ist nur so ein kleines blaues Feld und wenn ich es versaue, liege ich wahrscheinlich gleich wieder im Dreck. Komm, einfach weg damit. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht hier, was bei dem Schalter passiert. Man hört nichts und man sieht nichts. Also gut, es ist schon irgendwas zu hören, aber... Ja, keine Ahnung. Egal, kann er nicht schaden, den zu drücken. Ja. Oh, Tür auf. Dann nehmen wir hinten gleich mal die Patronen mit, denn wir haben ja gerade 2 Schuss verbraucht. Können wir gleich nachladen. Beziehungsweise wieder die Vorräte auffüllen. So, das Ding hier, da komme ich auch nicht ran. Also gleich mal kaputt. Nur nicht zu nah rangehen, denn ich habe hier, glaube ich, noch ein bisschen was zum Einsammeln. Hier zum Beispiel die Werkzeuge. Oh Gott, hier wäre ich fast reingerannt. Und nicht hängen bleiben. Wobei, Moment. Obwohl, nee, wenn ich wegrenne vor den Typen, dann renne ich wahrscheinlich genau rein. Ich dachte mir gerade, vielleicht könnte ich das irgendwie nutzen, dass die selber reinrennen, aber ja, ich fürchte, das wäre eher mein Nachteil. So, dann einmal eine Spritze benutzen. Dann nehmen wir die Granaten wieder in die Hand. Was sind sie denn da? So. Und dann geht's hier ab. So ein bisschen was von dem komischen Typen von der Spoon of Terror.
gleich mal wegrennen. Nicht erst hier auf dumme Gedanken kommen. Ach Gott, da sind immer schon wieder viele, ey. Schlimm ist ja. Das Schlimme ist ja, wollte ich gerade sagen, dass sie ganz ehrlich wieder aufstehen. Mann, Alter. Ah, sehr schön. Ja, aber da sieht man, wie schnell die Munitionsvorräte gleich wieder zur Neige gehen. Mein Gehirnmasse abfüllen. So für den Mittagssnack zwischendurch. Irgendwo lagen da noch Patronen rum. Oh, hier ist nochmal Gehirnmasse. So. Wo lagen denn die Patronen? Die waren doch irgendwo hier hinten, glaube ich. Oder habe ich von alle eingesammelt? Ich weiß es gar nicht mehr. Gehen wir mal gucken. Wollen ja nichts verkommen lassen. Ne, hier liegen sie noch. Alles klar. So, Pistole zücken und weiter geht's. Ich hasse so eine Gänge. Und da war schon wieder ein Krankenwagen. Ist Wahnsinn, was heute los ist. Ich meine, in der Nähe von einem Krankenhaus zu wohnen ist schon... und da ist schon halt damit zu rechnen, dass mal ein Krankenwagen zu hören ist, aber das ist echt wirklich im Minutentakt. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus hier. Nicht gut. Gar nicht gut. Hab ich voll? Mal nachladen. Irgendwie traue ich dem Frieden nicht. Da liegt noch Glibbermasse. Oh Gott, Gott, Gott. Wer bist du denn? Nee, gar nicht auf dumme Gedanken kommen. Lauf, Forest, lauf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Au, Alter. Okay, die hat mich gerade angekotzt. Beziehungsweise, naja, also. Boah. Naja, zumindest war ja gerade ein Speicherstand, dann kann ich ja gleich wieder versagen gehen. Einmal nachladen, bitte. Ja, gut, also treffen soll ich mich von der nicht lassen. Ja, keine Ahnung, also ob ich die hier töten muss. Beziehungsweise dann, ich könnte ja wieder zur Tür rausrennen. Naja, ich glaube, ich versuche das mal irgendwie, da hinten habe ich mehr Platz. Das ist eigentlich so der passende Moment, wo man hier so eine Statue verstecken könnte. Oh, lauter Handabdruck an der Wand. Ja, wo man so eine Statue verstecken könnte. Und in der Hitze des Gefechts würde man die einfach übersehen. Ich gehe ja schon wieder. Auf Wiedersehen. So, einmal hin durch die Tür.
Warum ist... Wo ist denn die Tür hin? Da war gerade noch eine Tür. Verdammte Axt. Oh Mann, 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 Mann. Huch, wer bist du denn? Gott. Weiter geht's. Weiter, 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 weiter. Und jetzt idealerweise nicht in irgendeine Sprengfalle reinlaufen. Denn ich habe so das Gefühl, hier könnte man schnell mal was übersehen. Wenn so eine Hitze des Gefechts hier wegrennt. Das ist hier ein rotes Knöpfchen. Es klingt, als wenn es noch nicht vorbei ist. Gut, dann sammle ich mal alles ein hier und gehe weiter. Oh, mach mal. Oh, Gott, 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 Gott. Nein, 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 nein. Nein, nein. Der hat aber auch die Arschruhe weg, Mann. Kletter doch mal schneller oder lass sie an der Seite runterrutschen oder weiß er nicht. Da. Wenn wir gerade schon mal vom Thema reden hier. Was willst du, verdammt? Nein, 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 nein. Weiter, 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 weiter. I. Nee, so rum. Der sieht mir aber auch nicht tot genug aus. Warum ist die denn schon wieder da? Mann, ich habe die da oben stehen lassen. Ich bin ja irgendwie kaputt. Nein, nein. Oh Gott, nein, 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 nein. Jetzt verschnauft der. Naja. So viel dazu. Na, wenigstens hat hier das Spiel gespeichert. Gut, dann kann ich das solche einsammeln. Hier kamen die doch gerade raus, oder? Da kann ich gleich mal beim Brennen. Also hier die Typis. Jetzt war Ruhe. Ist aber schön. Okay, jetzt kann ich mal in Ruhe gucken. Da ist hier gerade weg. Sind hier gerade hin? Kam da vorne auch hier durch, oder nicht? Habe ich das falsch gesehen? Naja, wahrscheinlich wird sie gleich unten auftauchen. Was willst du, verdammt? Schnell entschärfen und weiterlaufen. Nicht stehen bleiben. Nein, 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 geh weg, geh weg, gehst du weg. Einmal im Kreis laufen. Ist ja offensichtlich nicht so richtig schnell, aber... So, lass mal die Leichen abfackeln, nicht, dass sie hier sich irgendwie da reinschleicht, reinmutiert. Oh, nein, 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 nein. Ah, mein Gott, da ist er schon wieder. Ja, alles klar. Gut, also man sollte hier echt nicht trödeln. Also nicht so, wie ich es gerade gemacht habe. Ne? So, ich bin mal gespannt, ob die jetzt hier oben wieder durch die Tür kommt, weil gerade war sie nicht da.
Könnt ja die Tür wieder hochlassen. Hat er sich gerade bewegt? Was ist hier los? Mal auf Nummer sicher gehen. Keine Ahnung. Vielleicht hilft es ja, dass sie nicht so schnell näher kommen. Keine Ahnung. Ja, diese Fallen hier, die nerven auch ein bisschen. Was willst du, verdammt? Warum dreht er sich denn da jetzt mal nach oben? Lauf, 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 lauf. Komm, looten. Wo ist er denn? Ah, oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Geh weg. Hier war ja nichts, ne? Ich meine, sonderlich schnell ist die jetzt nicht, aber wenn die einer mal erwischt, dann ist man am Arsch. Oh, Tür auftreten, bitte. Danke. Oh Gott. Nein, 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 nein. Keine gute Idee, keine gute Idee. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Verdammt, das war knapp. Das war's in der Tat. Wo ist sie jetzt weg oder was? Oder. Oh, Munition, sehr schön. Eine ganze Patrone, ja, richtig klasse. Und lass mich raten, die brauche ich gleich. Ja, Munition kann ich leider auch nicht mehr tragen, also für die Pistole. Ja, die ist halt einfach nicht mehr effektiv genug. Dann müsste ich vielleicht mal ein bisschen Schaden skillen. Oh nein. Hallo? Oh Gott. Nein, nein, nein. Geh weg. Geh weg. Ah, der verfolgt mich. Ah, lass mich raten, von dem darf ich mich nicht treffen lassen. Aber hier ist zu. Richtig, ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Kapitel 4 überlebt. Ja, sehr schön. Dann mache ich an dieser Stelle mal eine ganz kleine Pause. Die Aufnahmezeit ist nämlich schon wieder rum. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne wieder ein Like da lassen. So, übrigens jetzt Krankenwagen Nummer 5. Wie man hört. So, Krankenwagen ist weg. Ja, alles klar. Also wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne wieder ein Like da lassen. Ansonsten einfach beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt Let's Play The Evil Within.